Hallo. So oder so. Ey, fühle mich. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Das letzte Video war ja ein Bug-Video und es ist erstaunlich gut angekommen. Ich habe sehr viel gutes Feedback bekommen und falls ihr wieder solche Videos haben wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, ob es jetzt ein Bug-Video ist oder ob es jetzt irgendein anderes Video ist. Ihr könnt mir auch gerne irgendwelche anderen Vorschläge auf Instagram schicken. Heute ist aber wieder ein Vlog dran, weil mir nichts anderes einfällt. Ich bin heute um... halb zwei aufgestanden, weil es ist Sonntag und da gönne ich mir mal den Schlaf. Bitte, das ist nichts, was man kauft. So etwas gönnt man sich. Das ist Luxus pur. Cosmo. Cosmo, geht's gut? Ja. Cosmo, nein! Heute muss ich auch definitiv wieder mein Zimmer zusammenräumen, denn... ja. Ich esse jetzt das Risotto. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie aufzuräumen, aber jetzt bin ich mit Cosmo Baby und schau Harry Potter. Cosmo! Hallo? Okay. Erdbeeren. Ich habe die ganze Zeit nichts gemacht. Ich habe Harry Potter geschaut, habe Videos geschnitten, habe Musik gehört und das war's. Heute ist nichts passiert. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Ich habe ihm nichts getan. Mein Gott, nochmal. Warum? 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 Gar nichts. Aber das ist okay. Ich verstehe das nicht. Das ist okay, okay. Also vielleicht ist es für euch scheiße, weil ihr keinen Kontakt bekommt, aber... ich werde jetzt mein Zimmer zusammenräumen. Ich habe ein paar Kuscheltiere. Die benutze ich aber gar nicht mal zum Kuscheln. Also jeder, der das macht, völlig okay. Aber ich für meinen Teil irgendwie... wenn ich in meinem Bett liege, ist mir das irgendwie immer zu klein. Also, ich habe meine fette Decke und meinen fetten Polster und das reicht mir so. Ich kicke die immer beim Schlafen runter. Ein paar, die ich so habe, halt immer auf der Seite von meiner Couch, weil ich schlafe auf meiner ausziehbaren Couch. Und das erste Kuscheltier ist das Murmeltier. Das ist ein Steifmurmeltier. Und das hat eigentlich ursprünglich 60 Euro gekostet. Aber ich habe es ich glaube, 1,50 Euro bei einem Flohmarkt gegattert. Und dann habe ich einfach gesehen, dass es 60 Euro wert ist. Und das war natürlich ein Schnapper. Das zweite Kuscheltier ist ein Perlsacktier. Das sind so coole Tiere. Die sind so mit so Perlen befüllt. Das dritte Kuscheltier ist ein Teddybär. Den habe ich von meiner besten Freundin, die Lara. Vierte Kuscheltier ist, ich glaube, er heißt Merlin oder so, weil der ist nämlich von meiner anderen guten Freundin Merlina. Und wegen Merlina, Merlin, irgendwie so, egal. Das
fünftes oder so, haben wir dieses süße Herz. Das ist von meiner besten Freundin auch, von die Lara. Und mit dem gibt's dieses süße Ei und das Spiegelei dazu. Ja, das sind so meine Kuscheltiere und die sind auf jeden Fall auf der Seite. Ich sollte zusammenräumen. Ah ja, und können wir mal über mein krank asozial geiles Outfit reden? Hallo! So, Cosmo hat Hunger und dann kriegt er was zum Essen. Cosmo kriegt den klassischen Truthahn. Boah, das stinkt, Junge. Wir haben echt schon viele Katzenfutter gehabt, aber das stinkt ja wirklich krank. Es gibt sogar welche, die was halbwegs gut schmecken. Riechen. Oh, Baby. Jo. Bah, du Ekliger. Ich habe jetzt nur durchgeswiffert. Und halt aufgeräumt, weil saugen kann ich nicht, weil Cosmo so süß da liegt. Oder Cosmo? So sieht's jetzt aus. Jetzt gehe ich zu meiner älteren Nachbarin rauf, die ist super cool. Und ja, dann sehen wir uns danach wieder. Tja, bevor ich das machen kann, muss ich noch das Katzenklo machen. Das erspare ich euch. Hallo, meine lieben Freunde. Ich war jetzt bei meiner Nachbarin oben und habe vorher, wie gesagt, noch das Katzenklo gemacht. Habe jetzt noch so plant-based Nuggets gegessen und liege jetzt mit Cosmo im Bett. Und das war es eigentlich auch heute schon vom Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schaut auch gerne meine anderen Videos an. Schaut gerne das letzte Back-Video an. Und vielleicht auch mal mein erstes Video, wo ich mit Lisa in Budapest war. Und schreibt mir wirklich gerne in die Kommentare, welche Videoideen ihr habt oder welche Videos ihr sehen wollt. Vielleicht auch Fragen, die ich mal in einem Q&A beantworten kann. Und ja, das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und trinkt genug Wasser. Und wenn ich Bock hab, reiß ich's ein. Ganz allein.